erfolgreich, arbeitest mit super spannenden Menschen, kommst viel um die Welt. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ja, erstens mal, dass es so weitergeht. Ich habe ja mittlerweile sehr viel Angestellte, ich habe glaube ich 6 Angestellte jetzt. Das heißt, ich muss ja auch immer sehr viel Geld jeden Monat verdienen. Damit kommt natürlich auch eine Belastung. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, dass ich so viele Leute habe, die mir helfen. Ich werde es oft gefragt und Leute sagen immer, warum willst du nicht vielleicht mal in einen Film gehen oder willst nicht mal irgendwie Commercials machen? Und ich sage immer, es ist schon so schwer, ein gutes Foto zu machen, dass ich das oftmals immer noch nicht schaffe, wenn ich einen Auftrag habe, dass, ja, ich glaube, ich bleibe erstmal beim Fotografieren die nächsten 10 Jahre. Okay. Ist für dich Fotografie eher was Intuitives oder ist der größte Teil tatsächlich Handwerk? Ja, es ist eine Mischung. Also das Handwerk muss einfach so, muss man so beherrschen, dass man sich darum irgendwie keine Gedanken machen muss und sich auf alles andere konzentrieren kann. Dass man schnell das Licht aufbauen kann, oder meine Assistenten wissen jetzt manchmal, wie sie das Licht aufbauen, aber dass man es schnell beurteilen kann, man leuchtet es auf, sieht nicht richtig aus, langweilig, ist zu flach, ich mache jetzt das, ein bisschen an Knöpfen rumdrehen, jetzt ist gut. Dass man so wirklich ruckzuck das Licht aufbauen kann, dass man sich wirklich auf die Person konzentrieren kann, versucht seine Idee umzusetzen. Man muss ja dann, es ist ja wirklich wie Diplomatie zum Teil. Also man hat jemanden oftmals, die vielleicht eine Stunde Zeit haben, um fotografiert zu werden. Die haben eigentlich keine Erwartung, die wollen nur gut aussehen, die verbringen Ewigkeiten mit Schminke und Haare und Make-up. Und dann muss man die dazu überreden, irgendwas zu machen, was ihnen vielleicht unangenehm ist oder sie nicht ganz davon überzeugt sind. Und dass man damit, also die Menschen dann dazu zu überreden, ist das Schwierigste. Und wenn man am Handwerk stecken bleibt, dann kommt man natürlich da nie dazu, irgendwas aus denen herauszuholen. Die auch, man muss sie auch einbinden und aus sich herauslocken und versuchen abzulenken, dass sie mal vergessen, dass sie überhaupt fotografiert werden, um so Zwischenmomente einzufangen. Ich spiele immer Musik. Ich habe immer viel nachgelesen über die Leute, die ich fotografiere, dass ich die Fragen stellen kann, dass ich so eine Idee habe. In was für einer Situation sind die jetzt in ihrem Leben? Mit wem haben sie jetzt gerade einen Film gedreht? Vielleicht habe ich da mal jemanden fotografiert und kann ich einen Witz über die Person machen, mit der sie vielleicht gerade gearbeitet haben, um eben sozusagen ihr Interesse hervorzulocken und manchmal sie überhaupt ein bisschen aufzuwecken und von diesem normalen Posieren abzubringen. Dass sie einfach mal normal lachen zum Beispiel. Das ist ja oftmals schon schwierig, jemanden zum Lachen zu bringen, den man nicht kennt. Das heißt, der psychologische Anteil der Arbeit ist schon auch sehr groß. Ja. Und zwischenmenschliches Können ist auch wichtig. Ja. Deswegen sollte jemand, der schüchtern ist, wahrscheinlich eher nicht Porträtfotograf werden oder jemand, der nicht gerne wandert und nicht gerne allein im Zelt schläft, sollte auch kein Landschaftsfotograf werden. Also man muss einfach das finden, was für einen passt. Du bist ja viel bei der analogen Fotografie geblieben. Oder wie handhabst du das? Also welche Arbeiten fotografierst du vor allem analog und wann verlässt du dich eher aufs Digitale? Ja, ich meine, ich habe bis vor 3 Jahren alles noch analog fotografiert und dann endlich kam diese Kamera auf. Ich habe die dann mal getestet zum Teil. Mir haben nie die Hauttöne gefallen. Also ich finde auch die Canon 5D hat auch oftmals vom Lichtverhältnissen ab, aber auch ganz schlecht so Hauttöne und kam irgendwie nie von der Qualität an die Mittelformatfilm dran. Fotografiere jetzt mit einer Phase One IQ280, das sind 80 Megapixel Dateien, also Riesendateien, sehr gute Auflösung und ich habe das Gefühl, die haben endlich das mal hingekriegt, dass die Hauttöne gut ausschauen und bin deswegen auf digital umgestiegen. Das Sachen einfacher macht, aber auf der anderen Seite komplizierter, wenn man 2000 Belichtungen mit 80 Megapixel fotografiert, dann hat man dann irgendwie 1 Terabyte am Ende des Tages, muss dann ja auch alles dann gelagert werden und dann abgesichert werden und dann auf irgendwelche Tapes gebrannt werden. Also ich habe eine Person, die sich nur mit solchem Zeug beschäftigt, also mit dem Archiv, mit dem analogen Archiv. Dann habe ich 2 Drumscanner, Heidelberg Drumscanner, um noch diese ganzen Filme einzuscannen fürs Buch jetzt. Habe ich, glaube ich, 3000 Scans gemacht. Und meine Close-Ups mache ich aber nach wie vor auf Film. Und ab und zu mal hole ich noch die 8x10-Inch-Kamera raus. Wenn ich jemanden irgendwie ganz steif und unangenehm aussehen lassen will, hole ich normalerweise die 8x10-Inch-Kamera aus, weil keiner kann irgendwie eine Minute lang ganz still sitzen und dabei glücklich reinschauen. Da wird jeder irgendwie müde und mies gelaunt. Stimmt.
Was würdest du jungen Absolventen und Absolventinnen raten, die zum Beispiel nach New York kommen wollen und assistieren möchten? Nach New York kommen wollen? Ja, Geld sparen erstmal und dann vielleicht mal mit dieser Karl Diesberg Gesellschaft sehen, ob es das noch gibt. Das hat mir damals sehr geholfen. Und ich habe damals ein Journalistenvisum gehabt. Ich hatte hier ein Profifoto, hat mal ein paar Fotos veröffentlicht und dann irgendwann mal ein ganz kleines Foto in einer anderen Zeitschrift. Dann kannte ich jemanden beim Buchverlag, da hat mir jemand geschrieben, dass ich für die für Bücher fotografiere und habe dann damals, war vielleicht damals noch einfacher, so ein Journalistenvisum bekommen, was mir ermöglicht hat, 5 Jahre am Stück in den Staaten zu bleiben. Und ja, einfach ganz klein anfangen. Ich denke, als Absolvent vom Letterverein oder von irgendeiner Ausbildung ist man ganz am Anfang seiner Karriere. Also beim Letterverein arbeitet man dann zum Teil schon viel. Als Assistent arbeitet man dann nochmal sehr viel mehr und wenn man dann sich selbstständig macht, dann geht es eigentlich erst richtig los. Ja. Deswegen bleiben nur so wenige übrig, weil ich denke, der Arbeitsaufwand, zu dem sind halt die meisten Leute nicht bereit. Auf der anderen Seite denke ich mir, die Fotografen, diese Idee, man ist Künstler und Bier trinken und sich über Fotografie unterhalten in der Bar, ist auch arbeiten, das ist es halt eben leider nicht. Also man muss sich das vorstellen, wenn man jetzt 8 Stunden, ein Arzt geht 8 Stunden arbeiten, ein Lehrer vielleicht nicht, aber alle anderen Berufe, ein Maurer geht 8 Stunden, 9 Stunden arbeiten am Tag. Wenn man jetzt wirklich 9 Stunden lang als Fotograf arbeiten würde, Ideen, Location Scouting, Leute, Fotografie, Nachbearbeitung, 9 Stunden durcharbeiten würde, wie jeder andere auch, viel mehr braucht man, glaube ich, nicht machen. Bloß die meisten Fotografen, denke ich, verzetteln sich heutzutage, vor allen Dingen Leute mit diesen ganzen neuen Medien und mit Fotos angucken. Fotos angucken ist zwar auch wichtig, aber das sollte man vielleicht mal 10 Minuten am Tag machen, nicht stundenlang im Internet, jede Webseite, jeden Fotograf, alle, was sie alle mal gemacht haben, runter bei jeder Agentur nachgucken, was bringt. Das bringt ja einem nichts. Das bringt ja einem nur, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was man machen will. Also weniger Social Media, einfach mal sich sagen, so, ich gehe jetzt um 10 Uhr morgens arbeiten und bis um eine Stunde Mittagspause, bis um 7 Uhr jetzt bin ich Fotograf. Was muss ich machen, um meine Karriere nach vorne zu bringen? Was für Fotos will ich gerne machen, die umsetzen, die fotografieren? Und dann das nächste Problem ist Photoshop. Ich sehe es ja auch bei Kollegen von mir. Dann arbeiten sie an einem mittelmäßigen Foto 8 Stunden im Photoshop rum. Das Foto bringt die nie nach vorne. Warum will man jetzt 8 Stunden lang rumretuschieren? Ein schlechtes Foto wird auch durch Photoshop nicht besser. Ja, also viel mehr Zeit darauf verwenden, bessere Fotos zu machen, weniger Nachbearbeitung und sich vielleicht mal weniger Fotos angucken, mal in Ausstellungen gehen, aber wirklich 8 Stunden am Tag durcharbeiten als Fotograf. Weil wenn man es als Fotograf nicht schafft, muss man es dann sowieso bloß im anderen Beruf. Also insofern. Wie schaffst du es, diesem Stress und Druck gerade in den Staaten standzuhalten? Hast du irgendwelche Rituale oder einen anderen Ausgleich? Ja, ich habe Kinder, den Niklas, 25, und einen 5-jährigen, Felix, 2 Kinder, die lenken mich ab, manchmal nicht in die richtige Richtung. Aber ja, ich mache erstmal überhaupt keine Fotos, wenn ich nicht arbeite. Also für mich wäre das auch Arbeit, wenn ich jetzt auf Instagram wäre. Ich könnte jetzt nicht irgendwelche mittelmäßigen Fotos auf Instagram stellen. Warum will ich als Fotograf schlechte Fotos zeigen? Weil jeder behält sich, wenn man eine Mappe hat und die Leuten zeigt, dann behalten sich die Leute zwar die guten Bilder, aber vor allen Dingen behalten sich das schlechteste Bild. Weil jeder Fotoredakteur sucht ja immer nach einer Entschuldigung, jemandem keinen Job zu geben, weil es gibt ja so viele Fotografen, die müssen ja immer so viele irgendwie, die haben ja nur so wenige Jobs zu vergeben. Das heißt, wenn man denen jetzt ein paar mittelmäßige schlechte Fotos zeigt, dann behalten die sich die und es ist für die sozusagen eine Entschuldigung, ah, so gut ist die ja doch nicht. Oder so gut ist der ja doch nicht gemacht. Die könnten ja auch, wenn ich den Auftrag gebe, mit so einem Foto zurückkommen. Die könnten mir unter Umständen auch das bringen und das will ich ja nicht. Also, ich habe, glaube ich, den Faden verloren. Das klingt ja schon sehr anstrengend und man ist immer mit viel Kritik konfrontiert. Schaffst du es da, an dich zu glauben und dieser Kritik einfach nicht so viel Beachtung zu schenken? Ich kriege ja eigentlich keine Kritik, weil wie gesagt, ich bin ja nicht im Social Media und ich gucke mir ja auch keine Blogs an und lese auch nicht nach, was Leute jetzt zu sagen haben über meine Fotos. Das wäre ja irgendwie ein mühsam, frustrierendes Unterfangen. Insofern höre ich eigentlich keine Kritik. Die Kritik ist eben, wenn man ein Foto macht und ich bin selber nicht damit zufrieden. Also ich bin mein größter Kritiker und sage immer, wenn ich im Jahr 10 gute Fotos mache, dann war es ein gutes Jahr.
Also von diesen Magazinaufträgen, wenn ich jetzt Bodybuilder fotografiere, dann habe ich eine Serie und die gefallen mir dann alle irgendwie so ganz gut. Aber jetzt von diesen Magazinaufträgen, wenn ich da 10 Bilder am Ende, habe ich eine 15 Jahre Retrospektive. Und in meinem Buch sind 150 Fotos nach 15 Jahren, was ja ungefähr, da gibt es ja vielleicht noch ein paar mehr, die mir auch gut gefallen, die beinahe ins Buch bekommen wäre, aber so ungefähr ist ja das Verhältnis. Also sich selber gegenüber sehr kritisch zu sein und sich nicht vorzulügen, ist das Wichtigste als Fotograf. Mich hat ja besonders deine Arbeit über die indigenen Stämme beeindruckt, die fand ich sehr berührend. Inwiefern hat dich das persönlich beeindruckt und beeinflusst, dass du diese völlig andere Welt gesehen hast? Mhm. Na, ich habe das sehr genossen. Zum Teil glaube ich auch, weil erstens mal muss ich niemandem sagen, was sie machen sollen. Muss niemanden zu irgendwas überreden, sondern die machen, was sie machen und ich stehe daneben und mache Fotos. Und zum anderen auch, weil ich mit denen gar nicht reden konnte. Das war fast auch eine Erleichterung. Dadurch war ich da wirklich nur so ein... ich kann die Sprache nicht, ich kann ein bisschen Portugiesisch, ich kann auch kein Portugiesisch. Und dadurch wirst du wirklich nur zum Beisteher und es ist in Ordnung, die akzeptieren dich. Ich bin ja zu allen nur hingefahren mit jemandem, den sie sehr, sehr gut kennen und sehr mögen und schon seit zum Teil 20, 30 Jahren schon kennen. Also ich hatte sozusagen eine Vertrauensperson, die mich dann da hingebracht hat und dadurch habe ich von diesem Vertrauen profitiert. Das war eine sehr angenehme Abwechslung zu meinem normalen Job. Aber das Problem ist, dann ist man einen Monat weg und im fünfjährigen Monat weg zu sein, ist eben nicht so einfach. Ja, deswegen habe ich die Stämme im Moment erstmal zurückgeschraubt. Gibt es irgendwie Bereiche in der Fotografie, die du komplett meidest? Hochzeitsfotografie zum Glück meine ich total, Stilllebenfotografie, eigentlich alles außer Porträt. Ich will auch gar keine Mode mehr machen, dann wird, wenn man irgendwie ein bisschen Namen hat, dann wird mir manchmal auch irgendwie Mode angeboten für Magazine. Aber das Problem an der modernen Porträtfotografie ist, dass so viele Modefotografen Porträts machen, so langweilige Modefotos, die dann irgendwie als Porträts verkauft werden, wo es nur darum geht, dass die Leute toll aussehen, tolle Klamotten haben, was für mich ja keine Porträtfotografie ist. Deswegen will ich mich von der Mode so weit wie möglich fernhalten, um einfach Porträts im klassischen Sinne von Porträts zu machen. Ja, du hast ja gerade noch ein neues Buch rausgebracht. Mhm. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es war sehr viel Arbeit. Ich habe ja mein ganzes Archiv bin ich durchgegangen. Im Durchschnitt vielleicht 60, 70 Jobs im Jahr, 15 Jahre kannst du dir vorstellen. Tausenden, aber Tausenden von Kontaktabzügen und das eben neben meinem normalen Tagesablauf, also meistens dann nachts. Und es ist so schwer, sich als Fotograf dann wirklich auf ein Foto festzulegen. Ich finde, es ist schwer, irgendwie zu sagen, das ist besser als das. Und dann noch wieder weiter auszuwählen, weiter auszuwählen, weiter auszuwählen. Ich habe zwei Freunde, haben mir zum Glück geholfen. Mal für 2 Tage, den habe ich dann alle meine Lieblings, dann haben sie von denen ein paar. Also es war ein sehr langer, schwieriger Prozess, aber jetzt bin ich sehr glücklich, dass es so gut geworden ist. Es war auch schwierig, weil ich ja so viele verschiedene Fotos mache. Auf der einen Seite mache ich diese konzeptionellen, ideegetriebenen Fotos, die oftmals lustig sind. Oder dann eben auch eher so klassische Porträts vor grauem Hintergrund, wie Irving Penn, wie Annie, wie fast alle anderen, Ines und Vanute. Also eigentlich normale, klassische, einfache Porträts. Dann sind zum Teil 8x10-Inch-Porträts im Buch. Also es ist so eine ganz große Bandbreite. Dadurch, dass ich beim Letteverein war und so viele technische Möglichkeiten mich mit umgehen kann, habe ich die dann oftmals über die Jahre auch benutzt. Und die alle jetzt zusammenzubringen, dass es nicht komisch aussieht. Das ist nicht so, warum jetzt das Foto und warum nicht das Foto, dass man jetzt diese verschiedenen Stile nicht hinterfragt. Das war das Schwierigste an dem Buch. Möchtest du uns als Schülern und Schülerinnen noch etwas mit auf den Weg geben? Ja, viel Glück. Fotografie ist der beste Beruf der Welt. Und ja, einfach mal daran denken, wie viele andere Leute in ihrem Beruf arbeiten, als Kassiererin im Supermarkt oder als Arzt. Und wirklich sich einfach auf kritisch sich gegenüber sein, eher ein neues Foto zu machen, als versuchen, alte, schlechte Fotos durch Photoshop wiederzubeleben. Und so viel Persönlichkeit wie möglich mit einbringen in die Fotos. Das ist immer so leicht gesagt, wenn mir das jemand gesagt hätte, das kann man nicht unbedingt planen,
man wird nur Fotograf durchs Fotografieren. Also, was ich gemerkt habe bei vielen jungen Leuten, die wollen ihre ganze Karriere jetzt schon planen, was sie für eine Karriere haben wollen, was sie einen Fotograf haben wollen, was sie sein wollen, was für Fotos sie machen wollen, für welche Kunden sie arbeiten wollen, das kann man ja alles überhaupt nicht planen. Ich hätte mir das nie geträumt, dass ich mal so erfolgreich sein würde. Wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, du spinnst. Also man kann nur sein Bestes tun, das beste Foto wie möglich zu machen, jedes Mal, wenn man fotografiert. Und wenn man das macht dann und sich dabei selbst gegenüber kritisch ist, dann wird es was. Ja, vielen Dank. Kein Problem.